Heute zeige ich euch, wie man bei einem Auto den Ladestromkreis prüft, bzw. ob die Batterie ausreichend geladen wird. Dafür benötigen wir ein Voltmeter bzw. ein Multimeter. Bei dem Multimeter stellt ihr einmal auf Volt ein, Gleichstrom. Dann benötigen wir einmal die Kabel. Das schwarze kommt einmal im Komm für Masse und das rote einmal für Volt. Und schaltet das Gerät ein. So, dann nehmen wir einmal die zwei anderen Enden, tun hier einmal die Krokodilklemmen dran, könnt ihr auch ohne machen, wie ihr das möchtet. So, und tut das hier einmal bei der Batterie einmal das schwarze auf Minus und das rote auf Plus. So, das hier ist jetzt der momentane Batteriezustand. Wir haben 12,6 Volt. Nun starten wir das Fahrzeug. So, nachdem wir das Fahrzeug gestartet haben, sehen wir 14,10 Volt. Das ist optimal. Die Ladespannung beträgt immer so zwischen 13,7 bis 14,7. Das ist die optimale Spannung, da wo sie sein soll. Den Ladestromkreis könnt ihr bei jedem PKW prüfen. Das haben wir jetzt zum Beispiel bei einem Mazda 6 gemacht. Das könnt ihr auch bei anderen Fabrikanten machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wäre geil, wenn ihr das abonnieren würdet oder liken würdet.